Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wacker TV. Beim SV Wacker über Kastorf haben wir natürlich nicht nur unsere Spieler. Auch das Ehrenamt ist sehr, sehr wichtig für uns. Und einer bedeckt sogar beide Positionen bei uns im Verein. Ich begrüße Ono Kocakaya. Hallo Ono. Hi Marcel, guten Tag. Erstmal die wichtigste Frage natürlich, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, den Umständen entsprechend. Also man kämpft sich durchs Leben. Und ja, wir hoffen jetzt bald, dass wir halt Normalität bekommen und so endlich mal wieder auf dem Sportplatz sehen. Ne? Aber das Wichtigste ist natürlich die Gesundheit, dass eben unsere Leads mal durchkommen. Und dann werden wir alles nachholen, was wir jetzt in den letzten Monaten verpasst haben. Du sprichst es gerade schon an, zurück auf den Sportplatz. Du arbeitest fleißig darauf hin, postest genau. Immer deine Laufzeiten, bist fleißig am Laufen. Bist du derzeit schon völlig fit, um auf dem Sportplatz direkt einsteigen zu können? Also konditionell, ausdauertechnisch bin ich sehr fit. Auch Christian Hein an dich die Message. Aber wie heißt, die fußballischen Fähigkeiten habe ich halt nicht verloren. Aber ausdauertechnisch kann man auf mich zählen. Mit dem Ball kann ich immer noch ein paar Sachen machen, wo andere stauen. Aber ich fühle mich fit, ich bin fit, können auch viele Leute bestätigen. Sehr schön. Wie sehr fällt dir denn der Fußball aktuell? Jetzt sind schon ein paar Monate ohne. Also sehr. Also ich habe so eine Sehnsucht danach, wieder eher unter Leuten zu kommen, ohne Kopfschmerzen, nach dem Training ein Bierchen zu trinken, nicht mal diese Gedanken zu haben, oh, muss man jetzt aufpassen oder nicht. Also das fehlt mir so sehr, dass man, also dass ich halt, also ich kann das, also irgendwann komme ich so an den Punkt, wo ich sage, boah, jetzt einfach ein Tor aufmachen und wir kicken. Weil das war halt jahrelang Alltag, also Alltag heißt, gehörte zum Leben dazu, dass du halt dreimal die Woche auf dem Sportplatz warst, Familie kam dazu, du hast einen schönen Sonntag gemacht und das fehlt nicht nur mir, es fehlen auch viele andere, vor allem den kleinen Kindern, die jetzt auch mir sehr, sehr am meisten leid tun. Und ich hoffe und ich bete, dass wir bald wieder ohne Probleme uns wieder auf den Sportplätzen bewegen können. Dass wir auch gemeinsam halt das eine oder andere Bier trinken können, die leckere Currywurst essen können. Auch die Gesichter, die gefehlen mir einfach alle. Nicht nur die hinter den Tresen, auch hinter der Pommesbude, auch die Altherren, auch die Jugendbereich, da fehlen mir die ganzen Gesichter. Ich sehe da halt nur alle im Internet. Absolut, du sprichst es vollkommen richtig an, das fehlt total. Und wir hatten Anfang der Saison, hatten wir es ja sogar, dass es in diese Richtung ging. Für euch als zweite Mannschaft, du spielst ja für uns in der Kreisliga B, lief es ja sogar richtig gut zum Saisonstart. Und was hättest du denn gesagt, wäre die Saison normal weitergelaufen? Wie wären die Chancen gewesen auf den Kreisliga A-Aufstieg? Wir wären zu 90,9% aufgestiegen. Da kann ich, ohne arrogant zu sein, das sagen. Also wir hatten einen super Lauf, bis halt die Pandemie wieder zurückkam oder halt, wo die halt einen Cut gemacht haben. Aber wir werden zu 100% nicht aufgestiegen. Ich hoffe mal, dass wir halt wieder auf den Sportplatz zurückkehren können, damit wir die 50% ausspielen können. Aber ich bin Realist. Ich bin eigentlich ein positiver Mensch. Aber wenn man realistisch ist, kann man davon ausgehen, dass wir leider nicht wieder beginnen werden. Aber wir werden zu 90,9% aufgestiegen. Also sage ich nicht nur ich. Das denke ich leider auch, dass es nicht mehr unbedingt weitergehen wird. Aber apropos weitergehen, ich denke mal für dich wird es auf jeden Fall bei Wacker über Kastorf weitergehen, weil auf dich passt der Spruch einmal Wacker, immer Wacker ja echt gut. 100%. Also mein Ziel ist immer, einmal aufzusteigen. Ich möchte auch immer aufsteigen. Ist ein Grund, mal den Verein zu wechseln oder irgendwie mal, kein Grund, sondern den Gedanken, irgendwie mal wegzugehen? Nein, also auf gar keinen Fall. Also das ist halt mehr als eine Familie für mich. Also gibt es eine Stufe höher als eine Familie? Keine Ahnung. Also ich, nicht nur ich, also wir alle, meine ganze Familie fühlt sich da so wohl. Und wir sind halt ein großer verschworener Haufen. Deswegen, man kennt sich von klein auf, die Älteren kennen mich von klein auf. Ich als Älterer kenne die Kleinen schon von klein auf, die jetzt in der Jugend schon in der C, B und A-Jugend spielen.
Und ich hoffe mal, dass wir halt bald auch sehr viele Gesichter in den Seniorenbereich sehen werden, dass das halt komplett zu einem Familienverein wird. Ist es schon geworden, wird es noch mehr, glaube ich auch, wenn es so weitergeht. Und abseits des Platzes bist du selbst noch als Geschäftsführer von unseren SV Wacker tätig. Genau. Gib doch mal den Leuten, die es vielleicht nicht so genau wissen, was du da so machst, mal einen Einblick in deine Arbeit. Für was bist du unter anderem zuständig? Ja, ich kümmere mich um die An- und Abmeldungen der Spieler, vermittle Spieler weiter, wenn man nach mir fragt. Also ich kenne halt einige Leute aus dem Kreise und unterstütze halt den Martin und Niki sehr viel. Also nicht nur Martin, auch die anderen, die im Vorstand sind. Also wir unterstützen alle gegenseitig natürlich, wenn man Hilfe braucht. Also ich habe mich prinzipiell noch nicht nur den einen Posten, den ich ja bekleiden muss, um das zu machen. Ich mache halt viele andere Sachen nebenbei und versuche halt viele Leute damit zu entlasten und teilen uns unsere Aufgaben halt fair auf. Also wo Hilfe gebraucht wird, wo was gebraucht wird, da helfe ich halt gern aus. Und wenn die halt zu mir kommen mit Anregungen, Fragen, dann stehe ich immer wieder zur Verfügung und versuche halt da zu helfen. Wenn nicht, ist halt immer unser Präsi, der Martin, der erste Ansprechpartner, weil der ist ja ist ein alter Hase in dem Geschäft und von ihm habe ich bisher sehr viel gelernt und ich werde es auf jeden Fall weiterhin tun. Deswegen bin ich froh, dass er bei uns ist, bei uns bleiben wird, weil der macht sehr viel. Das kann ich nur so mal preisgeben. Also nicht nur er, wie alle, aber der lenkt halt sehr viele Sachen, deswegen bin ich auch unter anderem wegen ihm auch im Vorstand auch. Absolut, kann ich definitiv bestätigen. Alle wirklich voll mit Herzblut dabei. Und du bist aber noch über den SV Wacker Oberkastrop hinaus sehr engagiert, sitzt gerade auch im Büro der Grünen. Warum ist dir denn das politische Engagement so wichtig? Ja, ich sage immer, man kann nur was bewegen, wenn man irgendwo aktiv mitmacht, nicht nur im Fußballverein, auch politisch gesehen. Deswegen habe ich mich seit klein auf für Politik interessiert, bin bei den Grünen seit zig Jahren, seitdem es mein Papa zu den Grünen geschafft hat. Also ich bin von klein auf hier, bin auch jetzt im Vorstand wieder gewählt worden. Danke nochmal an die Kolleginnen und Kollegen, die mich gewählt haben. Und du kannst halt nur was bewegen, wenn du aktiv mitmachst. Den Satz sage ich zu jedem. Und deswegen, Politik gehört halt im Leben dazu, muss es auch. Das aktuelle Geschehen, da dreht sich halt viel um die Politik. Und ich finde immer, dass das zu wenig darüber gesprochen wird. Ich meine, viele sagen immer, Fußball und Politik sollte man trennen. Da bin ich auf jeden Fall anderer Meinung. Man muss klare Kante zeigen, was wir in der Vergangenheit viel gemacht haben, weiterhin tun werden. Vor allem gegen ja, rechte Idioten, ne, wenn ich das so sagen darf. Und Kassel, Rauxel ist bunt, die Grünen sind bunt, Wacker aber Kassel ist bunt, wird es auch bleiben. Und ich bin auch deswegen bei den Grünen, weil die halt für eine offene, bunte, multikulturelle Gesellschaft stehen. Wie ja natürlich die anderen Parteien auch, aber deswegen hat es mich hier hingezogen, habe auch klein auf angefangen, war Jugendsprecher, jetzt bin ich im Vorstand bei den Erwachsenen und habe hier viele Projekte mitgewirkt und das werde ich auch weiterhin tun. Und halt meine Erfahrung auch nach Wacker Oberkastrop bringen, um halt jemanden zu den Grünen zu gewinnen. Klingt aber auf jeden Fall super und daran anknüpfend, du warst bei der letzten Kommunalwahl, wolltest du auch in den Stadtrat der Stadt Castrop-Rauxel, hat leider nicht ganz geklappt, aber trotzdem, was würdest du denn in Castrop-Rauxel konkret verändern wollen? Konkret verändern wollen, auf Kommunalebene würde ich halt zusehen, dass wir halt die jungen Leute sich zu den Sportvereinen gewinnen. Also ich merke, viele junge Leute tun wenig für ihren Körper, sprich gehen kaum zu den Sportvereinen, die haben weniger Mitgliederzahlen in Jugendbereichen und mein Ziel ist halt in den nächsten paar Jahren dafür zu sorgen, dass sich halt mehr Jugendliche für den Sport sich interessieren, nicht nur für den Fußball generell halt, ne, für den Breitensport, ob jetzt Tennis, Basketball, Korfball. Ich finde immer, das ist halt für den kleinen Knirps sehr wichtig, dass er halt einen Sportverein aktiv mitmacht, auch für seine sozialen Kompetenzen.
Und das hat mich sehr geprägt. Also für mich war halt Fußball an erster Stelle. Und ich spiele Fußball seit dem dritten, vierten Lebensjahr. Und ich glaube, das können auch andere Leute bestehen, die ihre Kids halt zum Basketball bringen, zum Korfball bringen, weil das bringt halt sehr viel. Und ich möchte einfach viel Jugendliche halt für den Sportverein gewinnen. Also nicht nur prinzipiell für Wacker, sondern auch für die ganzen anderen Vereine in der Umgebung. Weil ohne, also wir Vereine leben halt von der Jugend. Die Jugend ist die Zukunft, sage ich mal wieder, nicht nur auf Fußball-Ebene, sondern auch generell. Und ich finde immer, wenn ich immer ein Kind baue, also ein Kind mehr auf dem Sportplatz sehe, freut mich immer erst ab. Und deswegen will ich halt versuchen, halt viele Jugendliche zum Sport zu bewegen. Die können sich ja aussuchen, worauf sie Lust haben. Hauptsache, die tun was nebenbei. Zeit haben die auf jeden Fall mehr als wir. Absolut, definitiv, stimme ich dir voll zu. Und kommen wir zum Ende nochmal zurück zum SV Wackower Castrop. Wie du schon gesagt hast, du bist sehr lange schon im Verein verwurzelt. Und bringt dich die Entwicklung des Vereins von der Kreisliga bis zur Westfalenliga auch manchmal noch einfach zum Staunen? Ich muss mich ehrlich gesagt ab und zu kneifen. Das ist wie ein Traum. Also wenn du überlegst, jahrelang Kreisliga A gespielt, dann 2006, 2007 in die Bezirksliga aufgestiegen, da war ich in der A-Jugend, erstes Jahr A-Jugend, das will ich nie vergessen. Das war schon Highlight für mich. Da hast du halt jahrelang Bezirksliga gespielt, hast oben mitgemacht, knapp den Aufstieg verpasst und dann fing halt die neue Generation an, ne? Die 89er, 90er Generation, 88er hier um Kitte, Moritz Bulle, Scholle, Elwitz und Co., ne, die jetzt die Mannschaft in die Westfalenliga beschlossen haben. Aber das macht mich so stolz. Ne? Und ich dachte immer, Landesliga wäre schon das Nonplusultra für uns. Und jetzt sind wir in der Westfalenliga und stehen halt nicht schlecht da. Also wir hätten oben offenbar eine sehr, sehr gute Rolle mitgespielt. Wäre jetzt der Lockdown nicht da gewesen. Und ich bin mir sicher, dass wir in der nächsten Saison auf jeden Fall nicht um die goldene Anna spielen werden und oben wieder hoffentlich Paroli bieten werden. Wir wollen halt oben, ja, also da wollen wir da weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben. Und mal gucken, nach oben gibt es ja keine Grenzen, Marcel. Deswegen, wer weiß, wo die Reise hingeht. Aber prinzipiell finde ich es richtig geil. Die Entwicklung ist super bei uns, nicht nur im Seniorenbereich, auch in den Jugendbereichen. Das darfst du nicht vergessen, weil, wie ich schon sagte, ohne die Jugend würde es niemals die Senioren wahrscheinlich geben. Und wenn ich die Jugend betrachte, von klein auf bis zur A-Jugend, was für Entwicklungen wir vorgenommen haben. C-Jugend, B-Jugend, überkreislich. A-Jugend spielt eine gute Rolle in der Kreisliga, wird es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder tun. Unsere zweite, hoffentlich steigen wir auf. Wenn nicht, dann machen wir es auch nächstes Jahr fix. Ne? Und es ist, wir entwickeln schneller, als wir wahrscheinlich gedacht haben. Und das macht mich so unheimlich stolz. Und das geht halt nicht nur mit den Trainern, nicht nur mit den Sponsoren, sondern auch viel Ehrenamt ist dabei, so wie du und ich halt. Ne? Und wenn wir weiterhin an einem Strang ziehen, was ich auch glaube, werden wir auch sehr viel Erfolge zusammen feiern, hoffentlich. Und viel Spaß miteinander haben. Das will ich auf jeden Fall hoffen und ich denke, den werden wir auf jeden Fall auch haben. Abschließend zu unserem Gespräch, Ono, was würdest du denn unseren Wacker-Fans noch mit auf den Weg geben, jetzt für die zukünftige Zeit, bis wir hoffentlich wieder auf den Sportplatz zurückkehren können? Ja, liebe Wackeraner, Wackeranerinnen, haltet euch bitte an die Regeln. Ich möchte euch alle gesund wieder auf dem Sportplatz sehen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich weiß, es ist sehr anstrengend, wir sind sehr müde geworden. Wir können das Wort Corona-Lockdown nicht mehr hören. Ich persönlich auch nicht, aber lass uns an unsere Liebsten denken, an die Personen, die wirklich ja geschützt werden müssen. Ich meine, wenn ich das hätte, würde es mir wahrscheinlich nicht passieren, aber ich muss halt aufpassen mit meinen Eltern, weil sie zur Hochrisikogruppe gehören. Deswegen nochmal zusammen die Zähne beißen, hoffen, dass wir bald geimpft werden und ich bin guter Dinge, dass wir uns, so Gott will, im August spätestens, ja, August im offenen Sportplatz sehen werden. Aber bitte, bitte, bis dann Geduld haben, an die Regeln halten, immer positiv bleiben und ja, bleibt gesund und munter, würde ich sagen. Also sage ich immer wieder und negativ. Also, du
weißt du, was ich meine. Vom Test halt. Ne? Absolut, absolut. Tolle Worte, Onur. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir persönlich und deiner Familie auch alles Gute und hoffentlich sehen wir uns bald auf dem Sportplatz wieder. Danke, danke. Das wünsche ich dir auch wieder mal. Bleib gesund, munter, liebe Grüße und bis demnächst.